Dankeschön, Herr Kollege Gül. Als Nächster hat das Wort der Kollege Günther Felbinger von den Freien Wählern. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn nicht sicher ist in diesem angeblich so sicheren Bayern, dann aber der alljährliche Ärger um die Unterrichtsversorgung an den bayerischen Schulen. Man kann die Uhr danach stellen. Im November kommt meistens der erste Aufschrei, im Januar der zweite. Und wenn dann die Grippewelle wie in diesem Jahr besonders stark zuschlägt, dann ist es eben mal der März, da kommt dann quasi der Urknall. Ja, wir wissen genau, woran es liegt. Es rächt sich in dieser Situation einfach die Tatsache, wenn die Unterrichtsversorgung schon vom Schuljahresbeginn auf Kante genäht ist, dass irgendwann die Blase zum Platzen kommt. Weil die mobilen Reserven von Beginn an für den Pflichtunterricht hergenommen wird, kann überhaupt das Schuljahr nur starten. Und ich möchte mal einen Vergleich hernehmen. Wenn schon zu Beginn eines Autorennens die Reifen einen verminderten Luftdruck aufweisen, dann kann man sicher sein, dass man das Ende dieses Rennens nie im Leben erreicht. Und das ist genau die Lage im bayerischen Schulsystem. Wir fahren mit vermindertem Personaldruck und haben dann irgendwann den Urknall, das Problem, das Kartenhaus bricht in sich zusammen, Unterrichtsversorgung nicht mehr gewährleistet und so weiter und so fort. Für Förderunterricht und Differenzierung ist dann natürlich keine mehr Ressource mehr da. Und wir Freie Wähler haben bereits bei den Haushaltsverhandlungen 1000 zusätzliche Lehrerstellen gefordert, nicht umsonst. Wir haben auch ein Notprogramm in Höhe von 10 Millionen gefordert für die zusätzliche Beschulung der Flüchtlingskinder in Bayern. Und damit hätte man schon rechtzeitig, kurzfristig und unbürokratisch zusätzliches pädagogisches Personal vor Ort an den Schulämtern einstellen können. Aber die lieben Kollegen von der CSU sehen hierfür keine Notwendigkeit. Stattdessen lautet ihre Devise: Augen zu und durch. Und das ist keine verantwortungsvolle Bildungspolitik. Meine Damen und Herren, es ist ein Fahren auf Sicht. Ein intelligentes Konzept sieht bei weitem anders aus. Und ich erinnere die Kollegen aus dem Bildungsausschuss, Herr Professor Waschler, am 13. November 2014 hatte das Ministerium uns berichtet über den Unterrichtsausfall. Und Sie haben damals die Zahlen ungefiltert übernommen. Und daraus ist im Übrigen ersichtlich geworden, dass wir seit Jahren bei den mobilen Reserven mit der gleichen Gesamtzahl an Stellen fahren. Und in dieser Sitzung wurde auch gesagt von Ihnen oder von einem Kollegen von Ihnen, es gibt keine besonderen Notlagen in den Regionen. Ja, und was hören wir dieser Tage, dieser Wochen anders? Da ist in Niederbayern, in Mittelfranken, in der Oberpfalz der Urschrei da. Ja, die Unterrichtsversorgung ist nicht gewährleistet. Sie wollen diese Notlagen nicht sehen, weil Sie nämlich nicht genau hinschauen. Und weil viele Lehrkräfte am Anschlag arbeiten, Klassen mitgeführt werden müssen, also ein Lehrer zwei Klassen unterrichtet und so weiter. In der Statistik kann man das unwahrscheinlich gut verstecken und da sieht das immer super aus. Zu Schuljahresbeginn hat das Kultusministerium bayernweit 1900 Vollzeitkontingente für die Grund- und Mittelschulen bereitgestellt. Im November erfolgt dann immer noch einmal eine regelmäßige Aufstockung um 150 Kapazitäten. Aber bereits da wird immer ersichtlich, dass diese Stellen sehr schwer zu besetzen sind. Meinen Sie denn wirklich ernsthaft, dass die jungen Lehrkräfte, die im Juli oder August auf die Straße geschickt werden, darauf warten, dass sie im November oder im Januar oder im Februar sie rufen und sie eingesetzt werden? Und zwar befristet eingesetzt werden für ein halbes Jahr, ohne Chance auf eine anschließende Übernahme. Wir sollten endlich für bessere Bedingungen sorgen und Planstellen nicht dauerhaft mit befristeten Stellen besetzen, sondern mit Planstellen. Das wäre fair und einem Land wie Bayern würde das gut zu Gesicht stehen und müsste eigentlich die Richtschnur sein. Und es kommt in dieser Diskussion von Ihnen ja dann auch immer wieder diese Geheimwaffe Demografiezuschlag. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wissen Sie, um wie viele Stellen es sich handelt?
80 bayernweit. Und davon profitieren lediglich mal ausgewählte Landkreise. Punktgenau auf die Schulen wird überhaupt nicht zugeteilt. Fakt ist doch, dass wir seit Jahren um diesen Missstand wissen. Wir haben die Erkenntnis, es fehlt aber am Willen, etwas zu ändern. Es fehlt an Ihrem Willen, hier die mobilen Reserven aufzustocken. Und wir sind der festen Ansicht, wir brauchen hier ein intelligentes Konzept. Und wir sagen, wenn wir seit Jahren diese mobilen Reserven nicht aufgestockt haben, müssen wir das anpassen um 10%. Und wir bitten darum, dass die mit unserem Antrag, dass die Staatsregierung sich hier Gedanken macht, wie eine solche Umsetzung auch haushalterisch umgesetzt werden kann, dass wir bereits zum Schuljahresbeginn, ähnlich wie wir es übrigens an den Gymnasien haben, mit der integrierten Lehrerreserve, ein Mehr an Kapazität haben, um dann flexibel reagieren zu können. Ich bitte deswegen um Zustimmung für unseren Antrag. Vielen Dank.